dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen zur Kategorienbesprechung Objektivität. Die dritte Folge ist am Start, beginnend mit der Nummer 127. Die Verwischung des Unterschieds von wahr und falsch, von ja und nein, berechtigen und zwingen uns dazu, an der Objektivität unseres Denkens und Erkennens festzuhalten. Ja, ich habe jetzt gerade noch meine Zeituhr eingestellt, damit mir das nicht nochmal passiert, dass ich da über das halben Stundenlimit da hinaus komme. Also, 127 beschreibt den Sinn und Zweck von Objektivität, den Nutzen, die Funktion von Objektivität und wenn es sowas gibt wie einen Sinn und Zweck von Objektivität, dann wäre das gleichbedeutend mit der Subjektivität von Objektivität. Denn ein Sinn und Zweck kann nur relativ sein, weil es keinen absoluten Sinn und keinen absoluten Zweck nicht geben tut. Mal abgesehen davon, dass jeder Mensch, kein Mensch sterben will, Lebenszweck geht auch nicht. Gibt da einige Zeitgenossen mit einer unterschwelligen oder nicht so unterschwelligen Todessehnsucht, gibt es sogar einen wissenschaftlichen Spezialbegriff wahrscheinlich, der mir jetzt nicht geläufig ist. Also die Nummer 127 können wir in dieses Kapitel einreihen. Nutzen und Zweck und damit Relativierung. Was haben wir in der nächsten Nummer? 423. Objektivität bedeutet Neutralität der Empfindung. Da ist die Frage, ja, damit wird eben auch die Relativität abgewehrt, indem der Sinnesapparat als subjektiver neutralisiert wird, möchte ich fast sagen. Und die Frage ist eben, ob so etwas möglich ist. Möglich wäre so etwas durch eine Trennung der Empfindung vom Gefühl, dass man eben, unter Mann, ich zum Beispiel, ich jetzt ein Gefühl von einer Empfindung unterscheide, also ein Gefühl als die Empfindung von Lust und Schmerz und eine Empfindung in dem Sinne als neutrale verstanden wird, dass es eben auch erwiesenermaßen unbewusste Empfindungen gibt, die eben nicht ins Bewusstsein, die Schwelle des Bewusstseins nicht erreichen, jede Menge Informationen da ins Gehirn gelangt, braucht man nur die Augen aufmachen und was da nicht alles, also wenn ich da jetzt meine Aufmerksamkeit richte, da ist ja endlos und gar nicht
abzudenken, auszumalen, wie das wäre, würde ich über mikroskopische Augen verfügen, da ja, es ist jede Menge unbewusst, und so gesehen könnte man solche unbewussten Empfindungen dann auch als neutrale Empfindungen betrachten. Und dann wäre dieses Unding zu einem Ding geworden. Aber das soll jetzt keine große Sache sein. Wir sind immer noch, also ich bin immer noch bei der Materialsammlung für euch. Und da heißt es, sich eines vorschnellen Urteils zu enthalten, um sich nicht eventuell dann ein gewisses Renommee zu verscherzen, das erreicht werden könnte, wenn man eben nicht zu schnell sich festlegt auf irgendwas und dann hinterher feststellen muss, oh, schade, war doch nichts. Gut. Der nächste Punkt, 187, materielle Dinge sind nicht wirklich, der Raum ist nicht wirklich, die Zeit ist nicht wirklich, das Ich ist nicht wirklich, die Objektivität ist nicht wirklich. Ganz offensichtlich eine kritische Stimme. Und die Frage ist eben, was ist jetzt wirklich, was kann jetzt als sichere Wirklichkeit bewiesen werden, allgemeingültig? Was ist Objektivität? Wir wissen es nicht. Also ich weiß es schon, aber ich spiele jetzt den Advocatus Tus Diaboli und tu so, als hätte ich keine Ahnung. Also ungefähr so, ich bin der Anwalt sozusagen des Publikums und versuche ein Fürsprecher zu sein, um das möglichst ausgewogen näher zu bringen, das ganze, die ganze Thematik. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie sich das an der Nummer 343 zeigt. Die Zeit ist an unsere Sinne gebunden, sie ist ein Teil von uns, nicht da draußen. Sprich, da draußen sind die Objektiven und da drinnen sind wir, bin ich das Subjekt. Und die Zeit ist jetzt hier dieser Aussage gemäß an uns drinnen gebunden, subjektiv. Und nicht objektiv. Also hätten diese Herrschaften recht, dann würde der Zeitfaktor zur Definition des Objektiven wegfallen. Spricht, Objektivität ist kein zeitortbestimmter Gegenstand, will heißen, es ist nicht unbedingt nur für eine bestimmte Zeit und an einem bestimmten Ort gültig, sondern eben überindividuell, wenn man das Individuum als das Zeitortbestimmte festlegt, überindividuell und allgemein, von allgemeiner Gültigkeit
für jeden und immer in alle Ewigkeit. Amen. Der nächste Punkt spricht wieder die Problematik an, etwas dezidierter, ob und wie eine objektive Erkenntnis möglich ist, aber eben das Problem ist, also wenn jetzt jemand kommt wie die Nummer 1 und spricht da, es gibt eine gesetzmäßig geordnete Welt und so weiter, dann spricht der Kritiker, Moment, wir haben es hier mit einem Problem zu tun. Leider. Von Problemen will ich nichts wissen. Ich will nur das Gute und das Schöne. Tja, so sind die Menschen. Die Nummer 11 spricht, es gibt keine objektive Wirklichkeit und auch sehr bestimmt, also kurz und knapp. Bloß, wie sage ich es meinem Kinde, wie will ich das beweisen? Eigentlich gar nicht schwer, wenn ich der Meinung bin, das ist eben alles, was da an Erfahrung oder Feststellung gibt für jemanden, muss durch die Pforten der Sinne gelangen. Und wenn das der Fall ist, dann würde Objektivität eben bedeuten, dass es objektive Sinne gibt. Und das ist sehr schwer zu beweisen, auch wenn jetzt da Leute der Meinung sind, also das sieht man doch, das ist ein Perlhuhn. Und hier haben wir Product Placement, das muss ich so machen, ich hoffe, dass man das sieht. Möglichst ohne viel Geklapper. So. 131 spricht, allgemeingültige Wahrheit ist nicht möglich, alles ist relativ. Wieder die Kontrapunkte, Allgemeingültigkeit ist Objektivität, sobald die Allgemeingültigkeit ertönt, dann klingelt sofort der Objektivitätsbegriff. Und relativ heißt immer in Bezug auf die Sinne eben. Die Kardinalfrage, die Bischofsfrage, die normale Priesterfrage, sage ich mal, ist abhängig oder unabhängig von den Sinnen. Und Sinne ist schon klar, Sinne. Tastsinne, Hörsinne, Sinn, Gesichtssinn. Was ist der Gesichtssinn? Das guckst du, was guckst du? Was haben wir dann noch? Geschmackssinn. Genau. Und der Geruchssinn. Und dann haben wir es alle. Also wenn die eine Rolle spielen und wenn die gebraucht werden, um überhaupt, wenn da jemand kommt, ja, ich sehe Objektivität, das geht schon mal gar nicht. Und gerochen wird die auch nicht und auch nicht getastet. Dann ist es vorbei mit der Objektivität und dann ist es vorbei mit der Wissenschaft und dann ist es vorbei mit der Erkenntnis, also mit der objektiven Erkenntnis, mit der allgemeingültigen Erkenntnis. Natürlich nicht vorbei mit meiner Erkenntnis, das ist unmöglich.
Mit meiner Erkenntnis ist es nie vorbei. War es noch nie vorbei. Hat zwar mal Zeiten. Okay. Ja. Dann heißt die Nummer 287, keine Erkenntnis bringt eine objektive Realität ins Bewusstsein, sondern ordnet allenfalls unser Bewusstsein nach bestimmten Normen. Eindeutig eine kritische Stimme. Geordnet wird mein Bewusstsein, unser Bewusstsein. Wer macht mit? Unser Bewusstsein. Nach bestimmten Normen ist wieder die Frage, welche Normen das sind, aber egal, spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Relativität oder die Bezogenheit eben und damit die Subjektivität. Und damit Ende Gelände, Objektivität. In der Nummer 433 wird behauptet, die Erkenntnistheorie ist die Theorie von der Erkenntnis. Hätte ich mir jetzt schon, Moment mal, doch, ist richtig der Satz. Aber geht noch weiter, einer gemeinsamen objektiven Welt. Einer gemeinsamen objektiven Welt, das ist voll der Sozialismus, Kommunismus, Kollektivismus ist der wissenschaftliche Fachbegriff für solche Gemeinsamkeiten. Tja, aber die Frage ist eben, wie ist das Ganze gerechtfertigt? Die Quaestio Juris, das ist das A und O. Mit welchem Recht argumentiere ich? Und es ist da nicht hier... Da ist kein Recht noch, das ist bloße Behauptung. Gut, eine Nummer weiter. Die wahren Anfänge und Grundlagen der Erkenntnis sind überall objektive Einheiten. Einheiten hat Kollege Nathorp schon einmal des Früheren, kann ich mir erinnern, in Bezug auf Gegenständlichkeiten und so ähnlich. Also Einheiten, das ist der Punkt, das sind wichtig, diese Einheiten, gerade in Bezug auf Einheiten sind jetzt Maßeinheiten, genauso wie das jetzt Worte sind. Ein Wort ist auch eine Einheit, in der eine Vielzahl von möglichen Inhalten zusammengefasst wird, eben auf einen Begriff und zur Hilfenahme einer Abstraktion, weil eben das Wort Hund nicht nur für einen einzigen Hund gilt, sondern für, ich weiß es nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, wie viele Hunde da jetzt da in Frage kämen. Und man könnte jetzt diese Objektivitätsproblematik auch an der Frage der Gültigkeit von Maßeinheiten festmachen, beziehungsweise inwieweit sich eben solche mehr oder weniger konstruierten oder willkürlich, mehr oder weniger willkürlich festgelegten Maßeinheiten der Zeit, Sekunden und der Mond um die Erde und der Strecke, Raum, ein Metermaß in Paris, inwieweit die eben, welcher Art die Beziehung dieser Maßeinheiten zu den sogenannten Sachen oder Dingen beziehungsweise der blolpte Realität ist. Also inwieweit eben
Worte etwas überhaupt mit Sachen zu tun haben können, wie es um die großes Wort Seins, Gebundenheit des Denkens steht, oder ob sich eben diese Zentimeter auch mit dem Stück Realität so identifizieren lassen, dass man sagen kann, das ist alles klar. Und nicht, es geht jetzt hier nur um den Zentimeter und um den Zweck und den praktischen Nutzen, den ich durch vom Messen habe, und nicht um jetzt die Realität dieses Stücks, das da an diesem Zentimeter hängt. Weil eben man ein Elektronenmikroskop bräuchte, um dieses Thema völlig auszuschöpfen, und dann bräuchte man noch einen Teilchenbeschleuniger, um ganz klar bestimmen zu können, um was sich da handelt. Und das hat ja niemand im Sinn, also so eine Art von Realität ist ja gar nicht sinnvoll. Und in dem Moment, wo eben der Sinn oder Zweck eine Rolle spielt, ist es eben mit der Realität, mit der Objektivität vorbei. Tschuck. Aber wir wollen nun wissen, wollen wir nicht 250, können wir uns schenken im Grunde genommen. Da war der Vorsortierer wieder übervorsichtig, ja, nichts auszulassen, aber diesen Punkt haben wir weiter oben schon mal, ich weiß nicht, Folge 2 oder sogar Folge 1, diese Verknüpfung von Erkenntnistheorie und Objektivität, oder ich glaube mit Wissenschaft, Schlagwort, keine Wissenschaft ohne Objektivität, keine Erkenntnistheorie ohne Objektivität. Oder im Umkehrschluss, keine Objektivität ohne Erkenntnistheorie. Dann schauen wir weiter, was spricht die nächste Nummer? Objektivität funktioniert, haben wir wieder Sinn und Zweck, sind wir wieder im relativen Bereich. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Autor dieses Statements sich dessen bewusst ist, aber es handelt sich hier um eine kritische Stimme. Denn sobald eine Funktion oder nützlich praktisch hier von Bedeutung sind, ist die Objektivität relativiert. In der Nummer 108 wird wieder des Weiteren eine Unabhängigkeit angesprochen, und diese Unabhängigkeit ist immer eine Frage der Relativität, wo es unabhängig heißt, würde abhängig bedeuten, dass wir es mit einer Relativität zu tun haben, und eine Relativität ist der Tod der Objektivität. Und dieses Mal ist die Abhängigkeit nicht an den Sinnesdaten festgemacht, sondern an einem Wissen und Wollen als Faktoren der Subjektivität. Wissen hier nicht im allgemeinen Sinn macht es keinen Sinn. In allgemeiner Bedeutung macht es keinen Sinn. Denn wer würde schon über ein absolutes Wissen verfügen? Und
Wie könnte ein absolutes Wissen bewiesen werden? Und ich denke mal, diese Objektivität soll ja im Grunde genommen ein absolutes Wissen verkörpern, sage ich mal. Und ob das möglich ist, das ist, bleibt dem geehrten Publikum dann überlassen. Am Ende dieser Vorlesungen in 100 Jahren, so wie es ausschaut, jede halbe Stunde ein paar Punkte behandelt. Ja, bleibt dem Publikum überlassen, das dann zu beurteilen. Gut, 3:93, ich schaue mal kurz auf die Uhr, wird ja nicht eingeblendet, 5 Minuten haben wir noch, gut. Dann weiß ich Bescheid. Die Nummer 98, nicht eher als bei Hume finden wir grundsätzlich Unterscheidung zwischen Erkenntnis und Wertung. Kann ich jetzt nicht bestätigen, spielt auch gar keine Rolle. Entscheidend ist diese Unterscheidung zwischen Erkenntnis, in diesem Sinn eben objektive Erkenntnis oder objektiven Wissen, und der Wertung, die dann eben ein Kontrapunkt wäre als subjektiver Faktor. Wertung immer subjektiv, objektive Wertung macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das war dann ein ziemlicher Einschnitt, so wie es hier dargestellt wird, in der Geschichte der Philosophie oder überhaupt in der Geschichte der Menschheit, was den Fortschritt des Denkens betrifft. Und diese Wertungen bzw. das Interesse, die Nützlichkeit oder der Zweck, das Praktische, wird eben so getan, als hätte die Objektivität nichts mit dergleichen zu tun. Und ich verrate jetzt vielleicht gar kein Geheimnis, dass ich der Meinung bin, diese Behauptung lässt sich nicht halten. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein Unding, eine neutrale Realität, sich einer neutralen Realität bewusst zu sein. Die lässt sich auch nicht denken, diese objektive Realität. Da gibt es zu viele logische Widersprüche. Es ist nur der Subjektivität des jeweils so Denkenden zu verdanken, dass er der Meinung ist, dass jetzt irgendwas objektiv ist oder eine allgemeingültige, für jeden Menschen gleichermaßen allgemeingültige Realität existiert. Gut, aber ich halte mich zurück und versuche so objektiv wie möglich zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, dann haben wir noch eine weitere Nummer. Innerhalb dieser 5 Minuten, bevor der Hammer fällt. Objektivität, objektiv, das heißt unter Abstraktion aller Wertbeziehungen. Ja, ist schon klar. Mit Wertbeziehung wollen die Herren Objektivitätsapostel, dürfen sie nichts zu tun haben, denn sobald der Geruch einer Wertbeziehung bzw. des daran hängenden Subjekts in den Bereich der Objektivität gerät, herrscht Gefahr.
und Angst, um Wissenschaft und um den Halt in der Welt. Objektiv heißt generell, allgemein, gültig, gegeben, brauchen wir uns auch nicht länger aufhalten. Dann ist die Frage bei der nächsten Nummer, ob wir die jetzt noch durchkriegen. Kann ich beantworten, die Frage. Die kriegen wir jetzt einfach durch, auch wenn mein Erinnerungssound dann schon ertönt. Was rede ich? Eile dich, hurtig. Die Kardinalfrage des Wissens und der Wirklichkeit, aber auch der Legitimation von Recht und Moral, eine große Nummer, liegt in der Objektivierbarkeit der Dinge und Handlungen. Erkenntnis haben wir, wenn wir diese Frage beantworten können. Also, hoppla. Ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Also, an der Objektivität hängt nicht nur die Frage des Wissens und der Wirklichkeit, sondern auch die Frage der Legitimation von Recht und Moral. Ich wiederhole, Legitimation von Recht und Moral. Und ich glaube, ich behaupte jetzt hier nicht zu viel. Wenn wir hier die Objektivität zu Fall bringen, dann bedeutet das Revolution, Umsturz, aber schon wie? Total. Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, wenn wir diese Frage so beantworten können, dass die Objektivität hinfällig ist. Und jetzt verrate ich doch ein Geheimnis. Diese Objektivität, die ist schon hinüber, schon seit 100 Jahren. Und der Zustand dieser Welt, so wie er heute ist, das liegt genau daran, dass dieser Halt fehlt, den die Menschheit an der Objektivität gehabt hatte. Und nicht nur der Halt, ich will jetzt da bloß nicht zurückblättern, damit ich hier nicht mein Standbild da verliere für das nächste Mal. Aber was da nicht alles dranhängt, also ich muss jetzt meiner Sorgfaltspflicht muss ich jetzt nachkommen und muss hier alle warnen, die an dieser Vorlesung, Besprechung etc. da teilnehmen, dass unter Umständen, wenn man die Gefährlichkeit jetzt dieser Untersuchung hier betrachtet, wie gerade eben, also Legitimation von Recht und Moral und ich weiß nicht, was da vorhin noch alles vorgefallen ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn sich hier der Verfassungsschutz einschalten würde. Also wenn irgendwo Gefahr ist oder eine Klarheit über die eigentlichen Gefahren zutage kommt, dann ist es hier. Genau hier. Ne? Und mit diesen Gedanken will ich euch entlassen. Peace und out.